بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag إن شاء الله تعالى Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, aufrichtig zu sein in all unseren Aussagen und Taten und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, immer mehr über ihn zu lernen. Heute geht es weiter mit einem neuen Thema innerhalb der Erläuterung der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Wir hatten in den letzten Vorträgen über die Namen gesprochen, die sich mit der Macht Allah subhanahu wa ta'ala befassen, das heißt zum Beispiel der Name Al-Aziz oder Al-Qahir oder Al-Qahar oder Al-Qawi, Al-Matin. All diese Namen haben wir behandelt, Alhamdulillah. Und heute, inshallah ta'ala, geht es weiter mit einem Themenkomplex innerhalb der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Erhabenheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Es gibt also zahlreiche Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die auf seine Erhabenheit hinweisen, dass er der Höchste ist, subhanahu wa ta'ala, dass er der Erhabene ist, jalla wa ala, dass er über allem steht, jalla jalaluhu. Und hier werden wir inshallah ta'ala beginnen mit dem Namen Al-Ali. Al-Ali, der Erhabene, Al-A'la, der Höchste und Al-Muta'al, der Hocherhabene. Das heißt, wir haben hier drei Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die sich mit der Erhabenheit beschäftigen. Das heißt, wir haben den Namen Al-Ali, der Erhabene, wir haben den Namen Al-A'la, der Höchste, und wir haben den Namen Al-Muta'al, also der Hocherhabene. Beginnen wir mit dem Namen Al-Ali. Dieser Name wird im Koran sechsmal erwähnt und davon zweimal in Verbindung mit dem Namen Al-Azim und viermal in Verbindung mit dem Namen Al-Kabir. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Ayat Al-Kursi, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Suratul Baqara, Ayat 255. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde, und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Al-Ali und Al-Azim. Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Surat Ash-Shura, Surah 42, Ayah 4. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Erhabene und Allgewaltige. Die Verbindung mit dem Namen Al-Kabir findet man unter anderem in folgender Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt seiner anrufen, das Falsche ist und weil Allah der Erhabene und der Große ist. Al-Kabir, also der Große, Surat Luqman, Ayah 30 und Surat Luqman ist Surah 31. Der Name Al-A'la wird zweimal erwähnt, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, سبح اسم ربك الأعلى. Preise den Namen deines Herrn des Höchsten. Surat Al-A'la,
Sure 87, Ayah 1. Und Allah Azza wa Jal sagt: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste, sondern er handelt im Trachten nach dem Angesicht seines Herrn, des Höchsten. Also hier auch Al-A'la, also der Höchste. Der Name Al-Muta'al findet sich einmal im Koran, und zwar in Surat Ar-Ra'd. Die Ayah gerade eben war Surat Al-Layl, also Surat 92, die beiden Ayat 19 und 20. Surat Al-Muta'al, also der Name Al-Muta'al, wird in Surat Ar-Ra'd, Surat 13, Ayah 9 erwähnt. Allah Azza wa Jal sagt: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Große und Hocherhabene. Al-Muta'al. In der Sunna wurde auch dieser Name erwähnt, Al-A'la, und zwar so wie wir alle es kennen, sagen wir ja im Sujud Subhana Rabbi al-A'la, also gepriesen sei mein Herr, der Höchste. Subhana Rabbi al-A'la. Und auch in einem weiteren Dhikr, und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem Dhikr der um Erleichterung, das heißt, wenn du Allah azza wa jal um Erleichterung, um Beistand bittest, da sagt man: La ilaha illallah al-Halim al-Karim. La ilaha illallah al-Ali al-Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati al-Sab' wa Rabbul Arsh al-Karim. Es gibt keinen Gott außer Allah, dem Nachsichtigen und Großzügigen. Es gibt keinen Gott außer Allah, dem Erhabenen und Allgewaltigen. Es gibt keinen Gott außer Allah, dem Herrn der sieben Himmel und des gewaltigen Throns. Wenn wir hier kurz mal innehalten und uns die Frage stellen, also das war jetzt ein Bittgebet, also wir wünschen hier etwas, wir verlangen von Allah subhanahu wa ta'ala hier etwas, aber ich habe ja gar nichts verlangt. Ich habe ja nur ihn gepriesen. Ich habe ja nur seine Einzigkeit erwähnt, ihn gelobt, dass er der Einzige ist, der Nachsichtige, der Gewaltige. Wo bleibt dann also die Bitte? Die Gelehrten sagen, eben diese Kombination der Namen, darin steckt dein Wunsch. Du bittest Allah, der Nachsichtige. Du bittest Allah subhanahu wa ta'ala, der großzügig ist, der erhaben ist, der allgewaltig ist, der Herr der sieben Himmel und des gewaltigen Throns. Das heißt, du deutest ihn mit diesen Namen darauf hin: Ja Rabbi, du bist der Allmächtige, also hilf mir. Also steh mir bei. Ja. Das heißt, wenn jemand einen anderen lobt und sagst, du bist so reich, du bist so großzügig, du bist, dann versteht er, dieser Mensch, was du meinst. Du meinst, okay, kannst du mir bitte ein bisschen helfen, du bist ja großzügig. Allah Azza wa Jal, erhaben ist er über jegliche Gleichnisse. Wenn du ihn lobst, Ja Rabbi, du bist der Allmächtige, Ja Rabbi, du bist der Fähige, Ja Rabbi, du beherrschst alles. Das bedeutet, hilf mir, weil du ebenso bist. Und deswegen ist das also zwar ein Dhikr, also man gedenkt Allah, aber in diesem Dhikr ist auch ein Bittgebet eben mit eingepackt. Also Ja Rabbi, steh mir bei, weil du eben diese edlen und großartigen Namen besitzt. Der Name Al-Muta'al wird auch in folgendem Hadith erwähnt, und zwar Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma überliefert, dass der Gesandte die Ayah rezitierte auf dem Mimbar: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Surat Az-Zumar, Sure 39, Ayah 67. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allah sagt, also das ist ein heiliger Hadith, Allah sagt, ich bin der Gewalthaber, ich bin der Stolze, ich bin der König, ich bin der Hocherhabene. So rühmt er sich, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das heißt, auch in der Sunna wurde dieser Name erwähnt. Was bedeuten all diese drei Namen? Nun, diese drei Namen sind abgeleitet vom Verb ala. Und dieses Verb ala hat mehrere Bedeutungen im Arabischen. Zum einen erheben bzw. steigen. Die zweite Bedeutung lautet bezwingen, also besiegen. Eine dritte Bedeutung lautet, ala bedeutet eine hohe Stellung besitzen. Und eine vierte Bedeutung lautet hochmütig sein. Und diese Bedeutung, hochmütig zu sein, dies finden wir auch im Koran. So verwendete Allah Azza wa Jalla das Verb ala im Sinne von hochmütig sein, und zwar bei Pharaon, indem Allah Azza wa Jalla sagte, inna Pharaona ala fil ard. Also gewiss, Pharaon zeigte sich überheblich im Land. Also das waren die Bedeutungen, die sprachlich verwendet werden. Was heißt nun das bezüglich der Namen Allahs? Also was bedeutet Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al als Namen Allahs subhanahu wa ta'ala? Hier kommen wir zu einem wichtigen Thema, und zwar die Formen der Erhabenheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Allahs Erhabenheit zeigt sich in mehreren Formen. Einmal die Erhabenheit des Wesens. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist und über seiner Schöpfung ist. Subhanahu wa ta'ala. Und dies erklärt Allah in zahlreichen Ayat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Surat Yunus, Surat 10, Ayah 3. Und Allah Azza wa Jalla sagt: Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsh. Allah ist es, der die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, emporgehoben und sich hierauf über den Thron erhoben hat. Surat Ar-Ra'd, Surat 13, Ayah 2. Und Allah Azza wa Jalla sagt: Ar-Rahmanu 'alal 'arsh istawa. Der Allerbarmer ist über dem Thron erhaben. Surat Taha, Surat 20, Ayah 5. Das waren Ayat, in denen Allah Azza wa Jalla erklärt, dass er über dem Thron erhaben ist. Also hier wird dieser Begriff Istawa benutzt. Also er ist erhaben über dem Thron. In anderen Ayat erwähnt Allah Azza wa Jalla auch, dass er über der Schöpfung ist, aber mit anderen Formulierungen. So sagt Allah Azza wa Jalla: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Sie fürchten ihren Herrn über sich. Also hier erwähnt Allah Azza wa Jalla, dass er über seiner Schöpfung ist. Min fawqihim, also über sich, und tun, was ihnen befohlen wird. Surat An-Nahl, Sure 16, Ayah 50. Weitere Belege dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala über der Schöpfung ist, ist eine weitere Ayah. Allah Azza wa Jalla sagt, يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة mimma ta'udun. Er regelt die Angelegenheit vom Himmel bis zur Erde. Hierauf steigt sie zu ihm auf an einem Tag, dessen Maß 1000 Jahre nach eurer Berechnung sind. Surat As-Sajda, Surat 32, Ayah 5. Also hier erwähnt Allah Azza wa Jalla, dass er über der Schöpfung ist. Wie belegt er das oder wie erklärt er das, subhanahu wa ta'ala? Indem er sagt, dass seine Angelegenheiten, seine Bestimmungen, dass dies, was er festgelegt hat, eben zu ihm hinaufsteigt. An einem Tag, dessen Maß 1000 Jahre nach eurer Berechnung sind. Das bedeutet, die Engel, was sie niedergeschrieben haben an Taten und an Geschehnissen, sie dokumentieren ja, was passiert ist, und diese Engel steigen dann empor zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dies sagt Allah auch in folgender Ayah: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Zu ihm steigt das gute Wort hinauf. Und die rechtschaffene Tat hebt er zu sich empor. Surat Fatir, Sure 35, Ayah 10. Ein weiterer Beleg, dass Allah subhanahu wa ta'ala über der Schöpfung ist, ist die Aussage von Isa, beziehungsweise die Aussage Allahs zu Isa, a.s., als Allah sagte, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ. Also, als Allah sagte, O Isa, ich werde dich nunmehr abberufen und dich zu mir emporheben. Surat Ali Imran, Surat 3, Ayah 55. Und Allah Azza wa Jalla bestätigte diese Tatsache, dass Isa zu Allah hinauf, also emporgehoben wurde, indem er sagte, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Surat An-Nisa, Sure 4, die Ayat 157 und 158. Ebenso eine eindeutige Ayah, die belegt, dass Allah über dem Thron ist und über dem Himmel ist, ist die Aussage Allahs Azza wa Jal. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass wer im Himmel ist, also Allah subhanahu wa ta'ala, dass wer im Himmel ist, die Erde mit euch versinken lässt, sodass sie sich dann hin und her bewegt? Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass wer im Himmel ist, gegen euch einen Sturm von Steinchen sendet? Dann werdet ihr noch erfahren, wie meine Warnung ist. Surat al-Mulk,
Sure 67, Ayah 16 bis 17. Also das war jetzt eine Liste von Ayat und natürlich ist das gewollt, dass ich hier mehrere Ayat erwähne, um zu erklären, wie deutlich diese Tatsache ist, dass Allah Azza wa Jalla das sehr oft erwähnt im Koran, dass er über dem Himmel ist, dass er das unterschiedlich formuliert, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist das die Aqida aller Gefährten, aller Sahaba, ohne Ausnahme, dass Allah Azza wa Jalla über dem Thron ist. Das heißt, es gab noch nie einen Gefährten, der gesagt hat, wir dürfen nicht sagen, Allah ist über dem Thron. Passt auf und hütet euch davor zu sagen, Allah ist über dem Himmel. Sowas wurde nie überliefert. Und wenn das ein Fehler wäre, das heißt, wenn es falsch wäre, zu glauben, dass Allah über dem Thron ist oder über dem Himmel ist, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns davor gewarnt. Und dann hätten die Sahaba allesamt uns davor gewarnt. Ganz im Gegenteil, wie wir sehen werden, wir finden Aussagen der Gefährten und der Sahaba also, die das bestätigen und die das auch gesagt haben, obwohl die Ayat ja eindeutig sind. Auch in der Sunna, das heißt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, erklärte diese Tatsache und zwar sagte er zu einer Frau, einer Sklavin damals, wo ist Allah? Sie sagte, über dem Himmel. Und er fragte sie, wer bin ich? Und sie sagte, du bist der Gesandte Allahs. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Das heißt, wenn das ein Fehler wäre, zu sagen, Allah ist über dem Himmel, dann hätte er gesagt, schau mal, das ist falsch. Bei uns im Islam ist es so, dass wir nicht sagen, Allah ist über dem Himmel. Das darfst du nicht, weil dann hättest du ihm einen Ort zugeschrieben und so weiter, wie wir leider es von einigen hören heutzutage. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sie bestätigt. Und Allah erst recht im Koran hat dies erwähnt. Ebenso von den Sahaba wurde berichtet, dass sie das gesagt haben. So sagte Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anh, der Gefährte, zwischen dem Himmel, der Erde und dem Himmel darüber sind 500 Jahre. Also zwischen dem Himmel der Erde und dem Himmel darüber. Es gibt ja sieben Himmel. Zwischen diesen Himmeln sind 500 Jahre. Und zwischen jedem Himmel und dem nächsten sind 500 Jahre. Und zwischen dem siebten Himmel und dem Thron Schemel, also Al-Kursi, sind 500 Jahre. Und zwischen dem Thron Schemel und dem Wasser sind 500 Jahre. Und der Thron ist über dem Wasser und Allah ist über dem Thron. Nichts von euren Taten bleibt ihm verborgen. Das ist die Aussage der Sahaba. Das ist der Glaube der Gefährten, radiallahu anhum. Das heißt, es gab keinen Sahabi, der gesagt hat, nein, ihr dürft nicht sagen, Allah ist über dem Himmel. Sondern ganz im Gegenteil, sie bestätigen das, was Allah im Koran sagte und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in den Ahadith sagt. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhum, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, sagte er zu den Menschen, O ihr Menschen, wenn Mohammed euer Gott ist, dann den ihr anbetet, so ist er gestorben. Und wenn euer Gott derjenige im Himmel ist, so ist er nicht gestorben. Und dann rezitierte er die Ayah. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen, aber Allah wird es den Dankbaren
vergelten. Surat Ali Imran, Surah 3, Ayah 144. Das heißt, in dieser Riwayah, also in diesem Wortlaut, den Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala überlieferte, aber in seinem Werk At-Tarikh al-Kabir. Al-Imam al-Bukhari hat viele Werke, nicht nur sein Sahih-Werk, was bekannt ist, sondern auch andere Werke. Und At-Tarikh, also die Geschichte, hier geht es um die Biografien der Überlieferer. Das heißt, er hat ja erst einmal Studien angestellt, von wem man überhaupt etwas nehmen darf. Nun, und in diesem Werk, At-Tarikh al-Kabir, hat er diesen Hadith erwähnt und dieser Hadith ist auch sahih. Das heißt, wir sehen hier, dass die Erhabenheit Allahs in seinem Wesen, was heißt das? Das bedeutet, dass Allah selbst über dem Himmel ist. Dass dies im Koran bestätigt wurde, in der Sunna bestätigt wurde und von den Sahaba bestätigt wurde. Und das waren ja nur Auszüge. Also es gibt noch zahlreiche andere Belege. Und das ist das, was auch zum Beispiel die vier Imame Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i und Ahmad bestätigt haben und erklärt haben und auch geglaubt haben. Und deswegen darf man nicht denken, dass es ein Fehler ist, zu sagen, Allah ist über dem Himmel oder über seinem Thron. Ganz im Gegenteil, genau das ist die Aqidah der Sahaba. Und es ist eben falsch und widerspricht dem Koran und der Sunna und den Aussagen der Sahaba und auch den Aussagen der früheren Imame, dass man behauptet, Allah sei überall. Weil das bedeutet ja, erhaben ist Allah darüber, dass er auch in Unreinheiten ist, in Tieren ist oder in Menschen ist. Und das ist natürlich ein falscher Glaube. Hier nur ganz kurz, weil wir jetzt hier nicht in einem Aqidah-Unterricht sitzen, auch wenn natürlich die Namen Allahs natürlich die Essenz der Aqidah darstellt, aber ich meine, wir reden hier jetzt nicht über die Theologieschulen im Islam, aber ganz kurz die Behauptung, dass man dadurch Allah einen Ort zuschreibt, ist nicht korrekt, denn wie Ibn Taymiyyah rahimahullah erwähnte und auch vor ihm viele, also Ibn Taymiyyah ist ja nicht der Erste, der die richtige Aqida erkannt hat, sondern er ist derjenige, der diese Aqida der Sahaba weiter übermittelt hat. Auf jeden Fall, der Begriff Ort, hier fragen wir die Leute, sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah, was meint ihr denn mit Ort? Meint ihr einen Geschöpf? Meint ihr ein Geschöpf oder meint ihr nicht ein Geschöpf? Wenn ihr behauptet, ein Ort ist ein Geschöpf, Allah ist in keinem Geschöpf. Auch nicht an einem Ort mit dieser Definition, dass ein Ort ein Geschöpf ist. Denn die Gelehrten sagen, diese Begriffe werden nicht im Koran verwendet, Ort und so weiter. Diese Begriffe werden nicht vom Propheten verwendet, sallallahu alaihi wasallam, nicht von den Sahaba. Deswegen kann man uns nicht diese Begriffe aufzwingen. Wenn du sagst, Allah ist über dem Himmel, dann hast du ihm einen Ort zugewiesen. Sekunde mal, wer diese Formel, wenn du sagst, Allah ist über dem Himmel, hast du ihm einen Ort zugefügt oder zugeschrieben. Diese Formel, wer hat denn das erwähnt? Hat das Allah erwähnt? Nein. Ist das eine Gesetzmäßigkeit, die der Prophet erwähnt hat, alayhi salatu wassalam? Nein. Hat das irgendein Sahaba aufgestellt, diese Regel? Nein. Das bedeutet, das ist eine erfundene Regel. Und deswegen sagen wir, bei Begriffen, die weder im Koran noch in der Sunna noch von den Sahaba verwendet wurden, müssen wir aufpassen. Wir können nicht einfach alles verneinen oder alles drauf los bestätigen, sondern wir müssen fragen, Sekunde, was meinst du mit Ort? Meinst du, dass Allah umschlossen ist von seiner Schöpfung? Allah ist nicht umschlossen von seiner Schöpfung. Meinst du, dass Allah inmitten eines Geschöpfes ist? Allah ist nicht inmitten eines Geschöpfes. Und deswegen sagen wir, Allah ist über allem. Das heißt, er ist über den Himmeln. Er ist über allen Geschöpfen. Er ist nicht in einem Geschöpf. Und deswegen sagen die Ulama, dieser Begriff Fissama, wie in einer Ayah, A'amintum man Fissama, seid ihr denn in Sicherheit vor demjenigen, der Fissama ist. Was heißt Fissama?
Fi kann im Arabischen in bedeuten, kann aber auch im Arabischen über bedeuten. Also bedeutet, kann das nie, das ist unmöglich, dass hier gemeint ist, seid ihr denn sicher vor demjenigen, der umschlossen ist vom Himmel, der umkreist ist vom Himmel. Erhaben ist Allah. Das sagt doch kein Mensch, jedenfalls kein Mensch von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sondern wir sagen, Allah Azza wa Jal ist über allem. Wo ist Allah? Wir sagen, über dem Himmel. Also, er ist außerhalb seiner Schöpfung. Er ist außerhalb seiner Schöpfung. Und deswegen, liebe Geschwister, wir dürfen nie Allah messen mit weltlichen, physikalischen Gesetzen. Wie es leider die Philosophieschulen innerhalb der islamischen Strömungen gemacht haben, dass sie eben physikalische Gesetze von wegen Masse und so weiter und Ort und Zeit, Dimensionen, diese Begriffe eignen sich nicht, um Allah zu beschreiben. Wir beschreiben Allah nur mit den Begriffen, die er verwendet hat. Und er hat gesagt, er ist über dem Himmel. Also sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Himmel. Hier habe ich etwas ausgeholt, liebe Geschwister, weil das immer leider noch Grund für einige Diskussionen sind. Wir sagen das, was Allah gesagt hat. Wir sagen das, was der Prophet gesagt hat, alayhi salatu wassalam. Wir sagen das, was die Sahaba gesagt haben. Wir sagen das, was die vier Imame gesagt haben. Und das ist wohl unser Recht, dass wir dies auch sagen. Die nächste Form der Erhabenheit Allahs subhanahu wa ta'ala ist die Erhabenheit der Macht und der Bezwingung. Das bedeutet, Allah azza wa jal, wie wir in der sprachlichen Definition des Begriffs Allah gesagt haben, bedeutet ja Allah auch, er ist der Mächtige, der Bezwinger. Und das gilt natürlich auch für Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar sagt Allah azza wa jal, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Er ist der Bezwinger über seinen Dienern und er ist der Allweise und Allkundige. Also Surat Al-An'am, Sure 6, Ayah 18. In dieser Ayah erwähnt Allah Azza wa Jal, er ist der Bezwinger über seinen Dienern. Das bedeutet, seine Erhabenheit deutet sich oder zeigt sich in der Bezwingung, dass er eben alle besiegt, Subhanahu. Niemand kann ihn besiegen, Jalla Jalalu. Ebenso die dritte Form der Erhabenheit ist die Erhabenheit der Stellung, also der Ehre, der Würde. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Surat An-Nahl, Sure 16, Ayah 60. Allah aber hat die höchste Eigenschaft. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. الْمَثَلُ الْأَعْلَى bedeutet, er ist der Höchste in seinem Rang, in seiner Stufe. Also das heißt, er ist der Edelste, subhanahu wa ta'ala. Und das sind natürlich, oder das zeigt sich in vielen Namen Allahs, der Schöne, subhanahu, Al-Jamil, An-Nur, das Licht, Allah subhanahu wa ta'ala ist An-Nur und so weiter. Das zeigt alles, wie edel, wie würdevoll, wie lobenswert Allah subhanahu wa ta'ala, wie vollkommen er ist, Jalla Jalaluhu. Und mit der höchsten Eigenschaft sind also, wie ich gesagt habe, die vollkommenen Attribute gemeint. Al-Imam al-Sa'di rahimahullah sagt, er ist derjenige, der alle Formen der Erhabenheit besitzt, nämlich die Erhabenheit des Wesens, der Stellung und der Attribute sowie die Erhabenheit der Bezwingung. Also das, was wir gerade erwähnt haben. Wenn wir also sagen, Allah ist Al-A'la, also der Höchste, oder Al-Ali, der Erhabene, oder Al-Muta'al, der Hocherhabene, was meinen wir damit? Erstens, er ist der Höchste
und der Erhabene und Hocherhabene in seinem Wesen. Was heißt das? Das heißt, er ist über seiner Schöpfung. Er ist nicht in seiner Schöpfung. Er ist über seiner Schöpfung, subhanahu wa ta'ala. Zweitens, er ist derjenige, der bezwingt und besiegt, der Macht über alle anderen hat. Und er ist der Vollkommenste, der Edelste, subhanahu wa ta'ala. Das sind die drei Formen der Erhabenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ali, also der Erhabene, beschreibt damit die unterschiedlichen Formen der Erhabenheit Allahs. Der Name Al-A'la deutet darauf hin, dass niemand erhabener ist als Allah. Also das ist der Superlativ. Al-A'la. Also es gibt niemand, der höher ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Also ist er der Erhabenste. Und der Name Al-Muta'al deutet auf die Folge seiner Erhabenheit hin, nämlich dass er Hochachtung verdient. Also Allah Azza wa Jalla ist Al-Ali, er ist erhaben. Aber er ist nicht nur erhaben, sondern er ist auch der Höchste. Also niemand kann erhabener sein als Allah. Und die Auswirkung dessen ist, dass er Al-Muta'al ist. Also Al-Muta'al, dieser Name, ist die Auswirkung von Al-Ali und Al-A'la. Also dass er eben es verdient, hoch geachtet zu werden, hoch verehrt zu werden, subhanahu wa ta'ala. Eine besondere Auswirkung hat dieser Name, liebe Geschwister, auf den Betenden. Und hier erkennen wir, wie wichtig es ist, eine reine Aqida zu haben. Das heißt, wir wollen nicht philosophieren, wenn wir darüber reden, Allah ist über dem Himmel. Weil einige sagen, sagt mal, haben wir denn nichts Besseres zu tun, als darüber zu diskutieren, ob Allah über dem Himmel ist oder nicht. Sondern diese Aqida, dieser Glaube hat eine Auswirkung auf dein Leben. Eine direkte Auswirkung auf dein Leben. Unter anderem in deinem Gebet. Warum sagen wir im Sujud Subhana Rabbi al-A'la? Allah Azza wa Jalla hat so viele Namen. Wir sagen nicht Subhana Rabbi al-Aziz, Subhana Rabbi al-Ghafur, Subhana Rabbi al-Rahman, Subhana Rabbi al-Jamil. Nein, wir sagen Subhana Rabbi al-A'la. Gepriesen sei mein Herr, der Höchste, al-A'la. Und damit erinnert sich der Betende an die Erhabenheit und Hoheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und an was müssen wir denken, wenn wir diesen Dhikr sagen, Subhana Rabbi al-A'la. Wie ich, glaube ich, schon einmal erwähnt habe, beim Sujud legst du das Wichtigste, was du besitzt, und zwar dein Haupt, auf den Boden. Da, wo deine Füße sind, also in die niedrigste Stufe. Das, was dich ehrenvoll macht, das, was dich auszeichnet, dein Verstand, legst du auf den Boden als Zeichen der Unterwerfung. Ja, Rabbi, das, womit ich stolz sein könnte, überheblich sein könnte, das, was mich dazu führen könnte, zu denken, ich bin unabhängig, ist mein Verstand als Mensch. Schauen wir uns an, was die Menschen alles erreicht haben im Vergleich zum Beispiel zu Tieren, die keinen freien Willen haben oder Pflanzen. Der Mensch, was er alles machen kann. Aber der Mensch sagt sich, ja Rabbi, das, was mich ausmacht als Lebewesen, eben mein Verstand, das lege ich nun auf den Boden als Zeichen der Unterwerfung. Was sagt nun Allah subhanahu wa ta'ala? كلا لا تطعه واسجد واقترب. Keineswegs, gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und sei Allah nah oder komme näher. Das heißt, der Muslim, wenn er sich niederwirft im Sujud, spürt er, wie er emporsteigt zu Allah Azza wa Jalla. Wie er Ansehen gelangt von Allah, bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie er die Stufen emporsteigt im Paradies. Je tiefer du dich begibst mit deinem Haupt, das heißt, je mehr deine Unterwerfung ist,
umso höher ist deine Stellung bei Allah. Wenn du aber nicht daran glaubst, dass Allah über dem Himmel ist, zu wem willst du dann hinaufsteigen? Das heißt, der Mensch glaubt an diese Sache und das ist ein Motor für ihn, dass er sich unterwirft. Wenn du weißt, Allah ist über dem Himmel, subhanahu wa ta'ala. Natürlich, liebe Geschwister, diese Diskussionen dann, die sich eigentlich erübrigen, ja, aber Sekunde mal, wenn Allah über dem Himmel ist und auf dem Nordpol steht jetzt einer und auf dem Südpol steht jetzt ein anderer und ja, wo ist dann Allah? Ist er oben und unten und rechts und links? Und so. Diese Diskussionen, Grund dafür ist was? Weil man das Physikbuch aus der siebten Klasse nimmt und dann denkt, Allah zu verstehen nur und von mir aus das Physikbuch aus dem Doktorstudium in Physik. Allah ist nicht zu beschreiben mit den weltlichen Regeln. Was bedeutet denn oben und unten? Das heißt, wie Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala sagte, wenn jetzt jemand einen Handstand macht, ist der Himmel jetzt unten? Oder sagen wir, der Himmel ist oben, aber der Typ hat einen Handstand gemacht. Das heißt, wir reden jetzt nicht, dass der Himmel auf einmal unten ist. Jungs, der Himmel ist unten. Nein, der Himmel ist immer noch oben, aber du hast einen Handstand gemacht. Das heißt, du kannst nicht nur, weil der eine jetzt auf dem Südpol steht, behaupten, ja, Allah ist jetzt unten. Weil bei ihm oben ist ja für mich unten. Du als Winzling auf dem Planeten Erde kannst du nicht über Allah bestimmen, was es bedeutet, sondern Allah ist über der gesamten Schöpfung. Er ist ja nicht nur über dem Nordpol, er ist über der gesamten Schöpfung, subhanahu wa ta'ala. Und selbst wenn derjenige auf dem Südpol steht, ist Allah immer noch über ihm. Ja, also du musst es schon als Ganzes, schau dir die Schöpfung als Ganzes an, die ganzen Universen, die ganzen Galaxien und das ganze Sein, Allah ist über allem. Und dann erübrigen sich diese ganzen Fragen, wie kann das sein und so weiter und so fort. Und wie kann denn sein, dass Allah über dem Thron ist und wenn er dann im letzten Drittel der Nacht hinuntersteigt, ist dann der Thron dann leer oder nicht? Das sind alle, warum kommen solche Fragen auf? Weil, wie gesagt, man nimmt sich ein Physikbuch und dann merkt man, wenn ich den Apfel loslasse, fällt er unten. Okay, also Allah, dann geht er runter. A'udhu billah. Also wir vergleichen doch nicht Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung. Allah ist nicht zu beschreiben, außer so, wie er sich beschrieben hat, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er sagt, er ist über dem Himmel, also über der ganzen Welt, dann ist er es, jalla jalaluhu. Und da brauchen wir nicht rum zu philosophieren. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt diese Eigenschaft der Erhabenheit sehr oft mit dem Preisen. Warum? Wir sagen ja subhana rabbi al-a'la, gepriesen. Was heißt nochmal subhan? Dieser Tasbih. Wenn du sagst subhanallah, dann hast du Tasbih vollzogen. Was bedeutet das? Also du sprichst Allah frei von allen Mängeln. Und daher passt al-a'la. Allah ist höher, als dass er unvollkommen ist. Allah steht über jeder Unvollkommenheit. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht unvollkommen. Er ist weder schwach, noch ist er unwissend, noch ist er ungerecht. Wenn du sagst, Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'al, subhanahu wa ta'ala, dann sagst du mit anderen Worten, er ist vollkommen. Er hat es nicht nötig, subhanahu wa ta'ala, diese unvollkommenen Eigenschaften zu besitzen, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der höchste Jalla Jalalu. Dieser Name wurde, wie ich vorhin gesagt habe, mit einigen Namen zusammen erwähnt im Koran, wie zum Beispiel Al-Ali und Al-Muta'al, diese beiden Namen mit dem Namen Al-Kabir. Allah azza wa jalla sagt, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie. Allah ist erhaben und groß.
Surat An-Nisa, Surah 4, Ayah 34. Hier geht es darum, um den Umgang mit den Ehefrauen. Und zwar warnt Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen beiden Namen vor den Tyrannen. Weil der Mann denkt vielleicht manchmal, dass er tun und lassen kann, was er will und sich nicht an die islamischen Regeln halten muss und nicht eben den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen muss. Und daher erinnert Allah, Allah ist erhaben und groß. Was haben wir gesagt, bedeutet erhaben? Er ist über dem Himmel, er ist der Bezwinger und er ist der Edle, subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, pass auf, der Erhabene, der dich sieht, der Erhabene, der dich besiegt, der Erhabene, der vollkommen ist, wird das nicht dulden, dass du ungerecht bist. Und Allah Azza wa Jalla ist groß, Al-Kabir. Das alles führt dazu, dass der Mensch sich unterwirft, demütig sein wird. Im Umgang, im Eheleben, dass er daran denkt, es gibt einen Richter. Das ist für die Ehefrau und für den Ehemann. Dass wir wissen, es gibt jemand, der wird uns zur Rechenschaft ziehen. Ich kann nicht einfach tun und lassen, was ich möchte, sondern ich muss mich an die Regeln halten, sodass der Erhabene mit mir zufrieden ist, subhanahu wa ta'ala. Ebenso erwähnt Allah Azza wa Jal diese Kombination Al-Ali und Al-Kabir in Bezug auf den Götzendienst, dass Allah es nicht nötig hat, andere Teilhaber zu haben, andere Helfer zu haben. Ebenso wird, oder dazu sagt Al-Imam Al-Sa'di rahimahullah ta'ala zu dieser Kombination, zu seiner Erhabenheit gehört, dass sich seinem Urteil selbst die Hochmütigen und Götzendiener unterwerfen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist so mächtig, dass selbst die Tyrannen am Ende nicht entrinnen können oder entwischen können. Pharaon, schau dir an, wie sein Ende war. Und alle anderen Tyrannen, die Völker, die sich aufgelehnt haben gegen Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah azza wa jal sie vernichtet hat. Das heißt, zum Schluss gilt das, was Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet. Und da Allah azza wa jal der Große ist, ist er über der gesamten Schöpfung. Und das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles mit seinem Wissen umfasst, dass ihm nichts entgeht, subhanahu wa ta'ala. Das waren einige Aspekte bezüglich dieser drei Namen, die allesamt auf die Erhabenheit Allah subhanahu wa ta'ala hinweisen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, diese Namen in unserem Leben zu beachten und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Glauben stärken. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.